Ja, vielen Dank. Leider nur der Herr Dückert. Herr Trinkwalder ist heute nicht dabei. Sie müssen mit mir Vorlieb nehmen. Ich habe gelernt, ich bin richtig gekleidet. Ich bin kein Milliardär, deswegen habe ich das Jackett ausgewählt. Hoffe aber nicht, ganz so konservativ zu sein, einen Schlips tragen zu müssen, sondern für die Digitalisierung und das Valley ein bisschen sprechen zu wollen. Und das ist auch der Schwerpunkt, den ich gerne setzen möchte auf das Panel-Thema Mehrwert durch Vernetzung, nämlich speziell die digitale Vernetzung und vielleicht auch die Kombination aus digitaler und analoger Vernetzung, wenn man es so nennen will. Ich glaube, wir haben hier in Bayern den Übergang von Agrar in Industriegesellschaft ganz gut geschafft. Stichwort Laptop und Lederhose, wer das vielleicht noch kennt. Ich denke, für die nächsten Dekaden ist eine große Herausforderung, ob wir auch den Übergang von Industrie in digital vernetzte Wissensgesellschaft gut schaffen werden. Wenn man sich mal so eine Veranstaltung wie hier anschaut, ich habe gerade auf Twitter zum Beispiel noch mal geguckt, unter dem Hashtag WT15 für die Veranstaltung, haben, was schätzen Sie, wie viele Personen von den 850 Geladenen bisher getwittert? Bitte? 5? 7? 10? Also Sie schätzen schon fast konservativ genug, aber es sind 3 inklusive mir. Und die Frau Aigner, die ja mal Landwirtschaftsministerin war, jetzt Wirtschaftsministerin ist, hat im Jahr 2010, ich glaube im Juni 2010, sehr, sehr öffentlichkeitswirksam die Bevölkerung davor gewarnt, Facebook zu verwenden, aufgrund von Datenschutzbefürchtungen, was ja auch nicht ganz unzurecht ist. Das ist durch die Presse gegangen, das ist durch spiegel.de gegangen. Das hat natürlich bei vielen sehr viele Ängste geschürt, wie gesagt, Juni 2010. Dass sie vor 3 oder 4 Wochen ihren Facebook-Account wieder aktiviert hat und den wieder betreibt, das passiert ganz stillschweigend. Ja, und im Jahr 2010 war eine der Argumente, dass wir doch hier in Deutschland auch sehr viele Infrastrukturen haben, wie beispielsweise StudiVZ, wie MeinVZ, also ähnlich innovative soziale Netzwerke, die doch auch gut funktionieren müssten. Ja, jetzt kann man sich vielleicht vorstellen, ich weiß nicht, wem die Netzwerke überhaupt noch was sagen, ob die überhaupt noch jemand kennt. Die gibt es schlicht und einfach heute nicht mehr. Ja, das heißt, ich glaube, es ist für uns wichtig, dass wir bei diesem Übergang von Industrie in digital vernetzte Wissensgesellschaft auch lernen zu balancieren die Chancen, die in solchen Plattformen stecken. Und ich bin auch kein Fan davon, Bilder meiner Tochter auf den Plattformen amerikanischer Firmen im Silicon Valley zu verwenden, die mich dann als Werbeobjekt verkaufen hinterher. Aber ich glaube, wir brauchen auch den Mut, sozusagen auszuprobieren und zu schauen, wo uns das entsprechend nutzt und müssen in den Dingen die Chancen auf der einen Seite sehen, aber eben auch die Risiken auf der anderen Seite. Also vielleicht, wenn sie heute Abend da ist, Frau Aigner, und Sie sind im Gespräch mit ihr, fragen Sie doch mal kurz, ob Sie nicht Ihre Wiederaufleben, Ihre Facebook-Aktivitäten nicht auch ähnlich öffentlichkeitswirksam nach außen bringen. Ich bin ein Vertreter aus dem Spitzencluster Medical Valley. Vom Valley haben wir gerade schon was gehört. Medical Valley ist die Grundidee, sozusagen ein Silicon Valley zu bauen für Medizintechnik und Gesundheit. Das war in den letzten 5 Jahren, 2010 bis 2015, gefördert als bundesdeutsches Spitzencluster. Ist jetzt gerade ausgelaufen vor kurzem und ich möchte zu einigen Erfahrungen im Bereich der Vernetzung und vor allen Dingen im Bereich der Mehrwerte, nämlich Mehrwerte im Bereich Innovation, einen kurzen Erfahrungsbericht geben. Wir haben im Anschluss an das Clusterprojekt mal versucht rauszuarbeiten. Für diejenigen, die es nicht wissen, ein Cluster ist eine regionale Konzentration von Akteuren aus Wissenschaft und Wirtschaft, die eben durch die regionale Nähe sehr gut interagieren können. Wir haben gerade das Beispiel Stanford und die ganzen traditionellen, aber auch Startup-Firmen im Silicon Valley gehört. Mal versucht rauszuarbeiten, was aus unserer Sicht nach den 5 Jahren zentrale Erfolgsfaktoren sind. 20 Minuten sind ein bisschen knapp, um auf die alle einzugehen. Deswegen habe ich mal 2 Stück ausgewählt, nämlich auf der einen Seite die Innovation durch Kooperation und auf der anderen Seite sogenannte Communities of Practice. René hat mich schon gescholten, warum ich so viele englische Begriffe habe. Ich erkläre aber auch gleich, was das ist. Zunächst mal zum Thema Open Innovation. Grundidee hinter Open Innovation, formuliert 2003 Charles Chesbrough, ist mal der Ansatz zu sagen, Innovation findet nicht nur innerhalb unserer Organisationen, also zum Beispiel unseres Unternehmens statt. Da hat man ja so, früher hieß es noch gar nicht Innovationsprozess, sondern hieß Produktentwicklungsprozess, ist dann mal irgendwann New Product Development Process, dann schließlich Innovationsprozess. Und man hat so festgestellt, die Anzahl der Leute, die im Innovationsprozess beteiligt sind, ist eigentlich immer größer geworden. Ja, vom Leiter der Forschung und Entwicklung vielleicht, der mal vielleicht dem einen oder anderen Mittelständler heute noch der haupthelle Kopf hinter den Innovationen ist. Man irgendwann mal gesagt, na, man müsste mal so die ganze Forschung und Entwicklung einbinden und vielleicht haben die Servicetechniker noch eine Idee. Vielleicht könnte die Idee aus der ganzen Firma kommen. Ich kenne von Siemens dieses Stichwort, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß.
der Wettbewerber General Electric, der Vorstand Jack Welch hat es noch eins weitergetrieben und hat in seiner Boundaryless-Initiative gesagt, egal wo eine gute Idee herkommt, Hauptsache General Electric nutzt die. Und das ist, finde ich, ein Zitat, was sehr gut den Geist hinter Open Innovation auch zusammenfasst. Also, wie man so ein bisschen an den Grafiken sehen kann, steckt die Grundidee dahinter, die Grenze, die wir in Unternehmen haben oder vielleicht auch in der Wissenschaft haben, Open Science, Science 2.0 ist ja auch so ein Schlagwort, aufzubrechen und diese Grenze, die heute materialisiert ist, durch Werksgelände und Werksausweise und solche Dinge durchlässig zu machen für Ideen, und zwar von innen nach außen und von außen natürlich auch nach innen. Das ist sozusagen Open Innovation. Ich habe ihn auch mal in die Folien zum Nachlesen, das müssen wir jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, einfach auch mal so ein paar Prinzipien reingenommen, wo anhand derer man mal testen kann, wenn so eher die Prinzipien in der linken Spalte bei Ihnen am Wirken sind, dann haben Sie vielleicht eher einen Close Innovation Ansatz. Wenn Sie der Meinung sind, Sie müssen nicht unbedingt jede Forschung auch selber auslösen, um davon geschäftlich zu profitieren beispielsweise oder nicht, die hellsten Köpfe müssen alle für Sie arbeiten, damit Sie deren Wissen nutzen können, dann sind Sie vielleicht schon eher so auf dieser Open Innovation Seite. Das ist vielleicht so ein ganz guter Lackmustest, um zu gucken, wenn Sie da sehr weit auf der Closed-Seite sind, ob das entsprechend für Ihr Unternehmen, Ihre Organisation in Richtung Zukunftsfähigkeit vielleicht eine gewisse Gefahr darstellt. Das ist der eine Teil des Vortrags. Der andere sind sogenannte Communities of Practice. Das kommt aus dem Bereich situiertes Lernen, Corporate Learning, Lernen in Organisationen. Speziell dort das informelle Lernen. Also wir haben ja oft so einen Lernbegriff, den man vielleicht so ein bisschen mit der Situation hier vergleicht, wie in der Schule, wie im Klassenraum oder der Nürnberger Trichter. Einer steht vorne, erzählt, alle anderen hören zu. Jetzt ist seit bestimmt einer Dekade oder ein bisschen mehr das Schlagwort informelles Lernen in aller Munde für Organisationen. Nur die Frage ist nur, wie organisiert man das? Was ist sozusagen ein Pendant, eine Ergänzung zu dem klassischen Klassenraumtraining oder Vorträgen, Vorlesungen? Und da gibt es als ein Beispiel, die wir auch im Medical Valley angewendet haben, sogenannte Communities of Practice, definiert mal von Etienne Wenger. Und er hat gesagt, Communities of Practice sind Gruppen von Personen, die ein gemeinsames Interesse haben, eine gemeinsame Leidenschaft für irgendein Thema haben und die durch regelmäßige Interaktion voneinander lernen, zum Beispiel in dieser Tätigkeit besser zu werden. Also ein Beispiel, die Servicetechniker in einer Organisation, die ganze Woche draußen im Feld sind, sich da nicht austauschen, nicht gemeinsam Mittagessen gehen können und die dann eben in einer gewissen koordinierten Weise sich treffen und dort Erfahrungen austauschen. Oder bei uns im Cluster die Projektleiter von verteilten Projekten, die alle Erfahrungen machen, wie man über, sagen wir mal, Firmengrenzen hinweg mit 10, 12 teilnehmenden Firmen Projekte koordiniert im virtuellen Raum, wo jeder natürlich ein Siemens-Mitarbeiter, ein Uni-Mitarbeiter ist. Wie kann das funktionieren? Also so kann man sich so Communities of Practice vorstellen. Und das war bei uns im Cluster auch ein Ansatz. Ich habe mal so eine kleine Zeitlinie mitgebracht. 2010 sind wir erstmal gestartet. Es gab dann relativ schnell so eine Community zum Thema intelligente Sensorik. Also ganze Mikroelektronik. Wie können wir so Medizindaten, ne? Vielleicht heute Apple Watch, misst den Puls, wo kommt der Blutdruck her, wie kommuniziert man über Kleidung, Körperspannung, solche Themen. Das ist eine Community, Arzneimitteltherapiesicherheit war eine Bewegung, das ist auch ganze Geschichte interdisziplinär, also sind zum Beispiel auch Mitarbeiter von Adidas drin in der Community, die sehr viel so Bewegungsökonomie machen beispielsweise und einige weitere. Das heißt, neben dem Cluster, der als Verein organisiert ist mit seinen Strukturen, mit seinem Vorstand und was man dort alles hat und den Projekten, die wir im Cluster hatten, waren sozusagen diese Communities of Practice ein wichtiger Träger des Wissensbestands, die auch sehr viel auf der einen Seite Veranstaltungen gemacht haben, wo sie sich dann auch externe Sprecher zu Themen eingeladen haben und im Lauf des Clusters, so um 2014 herum, dann auch aus den Communities heraus sehr stark der Wunsch entstanden ist, am Strategieprozess des Clusters mitzuwirken. Da gab es dann Austauschtreffen mit Professor Reinhardt gemeinsam, wo sich die Community Manager und der Clustervorstand entsprechend getroffen hat, um zu schauen, gibt es denn Themen bei uns im Cluster, die auch noch fehlen? Gibt es Themen, die wir noch belegen müssen? Wie passen diese Communities strategisch in die Entwicklung des Clusters hinein? Na, das ist mal so ein Beispiel, damit für diejenigen, die so in Richtung Zahlen eher denken, Arzneimitteltherapiesicherheit, diese Communities, in denen Vernetzung stattfindet, sind natürlich auch, Stichwort Mehrwert, denkt der eine oder andere vielleicht an Geld, auch ein Motor für weitere Projekte im Cluster. Also das haben wir mal ermittelt,
aus dieser Community Arzneimitteltherapiesicherheit sind insgesamt 8 Projekte stimuliert worden mit einem Zusatzvolumen im Vergleich zur Cluster oder zusätzlich zur Clusterförderung von über 9 Millionen Euro. Also falls jemand argumentieren muss, warum Vernetzung sich lohnt, warum das nicht nur Kaffee trinken ist, auch wenn Kaffee trinken mit Vertrauensbildung ein wichtiger Teil davon ist aus unserer Sicht, warum sich das auch lohnt für so ein Cluster, da eben Zeit und Ressource zu investieren. Jetzt kann man sich vorstellen, so ein Tag wie heute, wir kommen hier alle zusammen in der Region, wir hatten heute früh Kollegen aus Indien gesehen, einer fährt nach München zurück, einer nach Indien. Physische Vernetzung alleine reicht nicht. Ja, wir treffen uns so, wie wir heute sind, einmal, nächstes Jahr vielleicht beim Wissenschaftstag wieder. Vielleicht entstehen heute in den Kaffeepausen Ideen, die es einfach wert sind, fortgesetzt zu werden. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir Ansätze haben, die physische Vernetzung mit virtueller Vernetzung komplementieren, also die hybrid sind. Ja, wo eine Diskussion, die vielleicht heute gestartet ist, eine Idee, die heute im Raum steht, fortgeführt werden kann und nicht einfach nur eine Notiz in unseren Unterlagen ist, wir morgen alle zurückkommen an unseren Schreibtisch, die E-Mail-Boxen voll sind und man einfach mit einem ganz anderen Thema wieder anfängt und die gute Idee vielleicht verloren ist. Ja, deswegen haben wir im Medical Valley gesagt, wir wollen so eine Kombination aus physischer Struktur und virtueller Struktur. Wir haben auf der einen Seite so ein Clusterportal gebaut, wo wir so klassisch, wie man das kennt, und die Clustermitglieder mit News versorgen können, mit einer Redaktion getrieben, aber eben, wie man auf der rechten Seite auch sieht, das komplementiert mit einem virtuellen Netzwerk. Man könnte sagen, so eine Art Facebook für das Cluster. Also es ist eben nicht Facebook, wo jeder mitdiskutieren kann, sondern es ist für die Leute im Cluster oder für die Aktiven. Stand heute sind da 150 Leute ungefähr drinnen, wo dann eben auch über Fördermittel informiert wird, über die Treffen der Communities, über neue Projekte und da eben entsprechend gesprochen werden kann. Und da ist jetzt wichtig, ich habe Ihnen einfach mal so ein paar Beispiele mitgebracht. Wenn man so eine Art von Infrastruktur der Vernetzung hat, ich glaube, der Kollege hat es im Vortrag vorhin auch gesagt, Vernetzung und Innovation, die daraus entsteht, die passiert nicht einfach so, sondern die muss ich stimulieren, die muss ich triggern. Ja, und da haben wir verschiedene Dinge ausprobiert. Also wir haben zum Beispiel experimentiert mit Open Innovation Wettbewerben. Die funktionieren im Prinzip so, dass ich im Zeitraum von 2-3 Monaten, manchmal länger, manchmal kürzer, bestimmte Innovationschallenges ausschreibe. Also ich habe meinetwegen Firmen in dem Cluster, die einen bestimmten Bereich haben, wo sie Innovationen suchen. Dann wird da ein Wettbewerb draus gemacht, Stichwort Gamification. Wir als Menschen mögen das so, der sportliche Wettbewerb. Wer ist vorne, wer hat die beste Idee? Wir haben im Sommer 2014 so einen Open Innovation Wettbewerb gemacht, wo wir gesagt haben, wo wir Unternehmen im Cluster gesucht haben. 3 haben sich gefunden. Die haben insgesamt 4 Innovationswettbewerbe ausgeschrieben und alle Aufgabenstellungen, die die Unternehmen gestellt haben, sind in dem Open Innovation Wettbewerb auch zu deren Zufriedenstellung gelöst worden. Was ist da interessant? Zum einen sind die Preise, die dort vergeben werden, gar nicht so hoch. Also man sieht es da in dem Screenshot. Die Preisgelder, die wir in den einzelnen Challenges hatten, die waren irgendwie so zwischen 1.000 und 5.000 Euro. Zweite spannende Erfahrung, die wir gemacht haben, da geht es nicht nur um technologische Innovationen, sondern da war ein Unternehmen dabei, was für ein bestehendes Produkt oder eine bestehende Plattform einen innovativen Marketingplan haben wollte. Und auch die haben über diesen Wettbewerb einen Ansatz bekommen, wo sie gesagt haben, Mensch, da wären wir so alleine nicht auf die Idee gekommen. Das ist ein Beispiel. Dann haben wir versucht, mit der Methode Barcamp, ich weiß nicht, wer die schon mal gehört hat, Nürnberg hat ein recht lang bestehendes Barcamp schon, auch diese Vernetzung über Generationen hinweg hinzubekommen. Also wir haben ein Healthcare Innovation Camp gemacht, letztes Jahr das erste Mal, wo auch wieder Unternehmen Challenges an Studenten gestellt haben. 70 Studenten aller Hochschulen der Metropolregion haben daran teilgenommen und sind in 10 übergreifenden Teams sozusagen nebeneinander hergelaufen und haben versucht, die beste Idee oder die beste Antwort auf diese Challenge eben rauszufinden. Auch das dotiert insgesamt mit 8.000 Euro Preisgeld. Und da kam am Ende jetzt kein Produkt raus in dem Sinne, also nichts, was die Firmen, die da aktiv waren, verwerten hinterher, sondern da ging es hauptsächlich darum, eine Vernetzung mit den Studenten, mit potenziellen jungen Fachkräften zu bekommen, um die vielleicht als Unternehmen an sich zu binden. Also das ist eine sehr gute Gelegenheit, wo eine etablierte Firma mit Studenten mal zusammenkommen kann und die in so einem richtigen Arbeitsmodus sieht und eben nicht wie in einem Bewerbungsgespräch, wo man sich gegenübersetzt und jeder versucht,
vielleicht gute Miene zum bösen Spiel zu machen, sondern die Studententeams waren da wirklich engagiert, die Challenge entsprechend zu lösen. Das hat den Unternehmen so gut gefallen, dass dieses Jahr, 29. Oktober, das nächste Healthcare Innovation Camp ist der physische Teil der Veranstaltung im Medical Valley Center in Erlangen. Also wenn das interessiert und wer in der Nähe ist, einfach auf der medicalvalley.emn.de-Webseite mal schauen und vielleicht den Termin reservieren. Dann kann man da mal reinschnuppern und vielleicht auf eigene Kontexte sowas übertragen. Also es ist so generationenübergreifend. Dann, was uns wichtig war, auch mal zu testen, ist das Thema Innovation über Themengrenzen hinweg. Also es gibt ja im Innovationsmanagement so Ansätze wie das Lead-User-Konzept zum Beispiel, wo ich sage, wenn ich jetzt ein Daimler bin, klar kann ich mich mit BMW benchmarken, was die Logistik angeht. Ich kann mich aber auch mit der DHL benchmarken. Also ich kann sagen, ich suche mal nach Ideen in ganz anderen Bereichen als meiner eigenen Branche. Und genau sowas haben wir gemacht zusammen mit dem MAI Carbon Cluster. Das ist ein Cluster, was sich speziell mit Carbon-Technologie beschäftigt. Und da war die Fragestellung, wenn Carbon im Beton vorkommt, im Auto und in Flugzeugen und Raumschiffen, warum gibt es kein Carbon in der Medizintechnik? Also das war die Fragestellung der Challenge und ist sozusagen der Open Innovation Wettbewerb vom Medical Valley zusammen mit dem Cluster MAI Carbon durchgeführt worden. Und interessanterweise sind da 250 Ideen rausgekommen, von denen wir dann auch die besten drei prämiert haben. Man sieht unten die Preisträger, das, was sie in der Hand halten, ist ein Ideenbuch. Dort sind in so Steckbriefen ein- bis zweiseitig auch alle Ideen dokumentiert. Also wer das mal sich anschauen will, kann sich gerne mal rühren, dann kann ich ihm so ein Buch zur Verfügung stellen. Na und ganz spannend, die beste Idee, also das, was von der Jury auf Nummer 1 platziert worden ist, ist eine Idee, die von jemandem kommt, der weder im Bereich Carbon noch im Bereich Medizintechnik arbeitet. Die kam nämlich von einem Bildhauer, ja, der weiß, wie man mit Werkstoffen umgeht, und der hat eine Idee entwickelt, ein Carbon-Spray zu bauen, was man, wenn Sie Motorradfahrer sind und einen Unfall haben, Ihnen vor Ort an der Unfallstelle aufsprüht, was dann aushärtet und was Ihnen ganz harten Carbon-Verband sozusagen gibt und was Sie davor bewahrt, wenn Sie auf dem Weg ins Krankenhaus transportiert werden, falls Sie einen angebrochenen Wirbel haben, dass sozusagen dort irgendwelche Nervenbahnen auf dem Weg ins Krankenhaus verletzt werden. Ja, wie gesagt, derjenige, von dem das kam, ist ein Bildhauer, wäre wahrscheinlich die Firma, die das macht, mit dem nie in Berührung gekommen. Ja, die kannten den auch nicht. Ja, das ist ein schönes Beispiel, dass sozusagen Ideen auf der einen Seite, wenn wir in der Metropolregion an das Wabe-Leitbild denken, mit den verschiedenen Kompetenzfeldern, die wir haben, es durchaus interessant ist, so an Cross-Cluster-Innovation mal zu denken und zu überlegen, was für Verbindungen da vielleicht Sinn machen. Auf der anderen Seite eben auch dieser Open-Gedanken zu sagen, vielleicht ist auch ist interessant, Innovationen in die Region zu bringen von ganz außerhalb. Warum soll nicht eine Idee aus Hamburg hier bei uns umgesetzt werden? Genau, damit versuche ich im Zeitraster zu bleiben. Da haben wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit für Fragen. Vielleicht als kleine Einladung noch, wenn es interessiert. Wir haben jetzt im Abschluss sozusagen des Medical Valley Projekts auf Xing auch eine Gruppe angelegt, Lernende Regionen. Man sieht, die hat erst, nee, sieht man nicht, aber sie hat bisher erst 2 Mitglieder, also ist ganz frisch. Wo wir versuchen wollen, die Akteure zusammenzubringen, die eben im Bereich innovative, wissensintensive Regionen aktiv sind, wo wir jetzt auch nach und nach im Laufe des nächsten Jahres die ganzen Erfahrungen aus dem Spitzencluster-Projekt aufbereiten werden, versuchen zu teilen werden und dort eben die ganzen Clustermanager, Regionalmanager, Wirtschaftsentwicklungsleute einladen, dass wir dort sozusagen auch ein vielleicht sogar deutschlandweites oder deutschsprachiges Netzwerk hinbekommen. Weil ich glaube, diese Entwicklung zur digitalen Wissensgesellschaft ist auf jeden Fall eine volkswirtschaftliche Aufgabe, eine regionale auf jeden Fall, aber auch eine volkswirtschaftliche. Und ich denke, je mehr Leute und helle Köpfe man da zusammenbringen, desto besser wird es klappen. Vielen Dank.